Der Terror und seine Kämpfer. Sie holen ihn immer wieder ein. Dabei wähnte er sich in Sicherheit in Deutschland, weit weg vom IS und seinen Schergen. Der syrisch-kurdische Journalist Massoud Akil. Im Dezember 2014 wird er in Syrien in der Nähe von Raqqa auf einer Landstraße verschleppt von maskierten IS-Terroristen. Ich war ganz still. Ich konnte nur daran denken, was sie wohl mit mir machen werden. Und während ich in diesen dreckigen, furchtbaren Zellen lag, dachte ich, hier komme ich nie wieder lebend raus. Im IS-Gefängnis wird er gefoltert, lebt in ständiger Angst vor der eigenen Hinrichtung. Wir wurden geprügelt, weil wir Ungläubige waren. Geprügelt, weil wir Kurden waren. Was er erlebt, schreibt er später in einem Buch auf. Im Gefängnis erfährt er den IS aus nächster Nähe. Für sie war es okay zu töten. Es war okay, Menschen in Schrecken zu versetzen. Es hat ihnen gefallen, sich selbst als Terroristen zu sehen. Denn das war ihre Strategie. Solange sie Angst und Schrecken verbreiten konnten, solange konnten sie die Menschen kontrollieren. As long as they would put the people around them under their control. Nach 280 Tagen in Gefangenschaft kommt Massoud Akil frei. Ein Gefangenenaustausch rettet ihn. Kurz darauf, im Winter 2015, flieht er nach Deutschland. Hier der Schock. Wohin ich auch gehe, der IS ist schon da. Hier angekommen, entdeckt der IS-Kämpfer aus seiner Zeit im Gefängnis wieder. So wie er sind sie im Strom der Flüchtlinge eingereist, leben in Europa. Seine Beobachtungen teilen Behörden und Experten. Es gibt keine konkreten Zahlen, aber es gibt Verdachtsfälle. Und wir müssen davon ausgehen, dass hunderte Mitglieder von militanten Organisationen nach Europa gekommen sind. Dazu zählt nicht nur der IS, dazu zählt auch die Nusra-Front. Massoud Akil recherchiert. Findet unzählige IS-Kämpfer über Facebook in Deutschland wieder. Was er über diese Leute weiß, gibt er an die deutsche Polizei weiter. Doch die Strafverfolgung ist oft schwierig, steht Aussage gegen Aussage. Ich sah diese Leute und mir wurde klar, sie sind mitten unter uns. Wir sollten sie kennen, auf sie aufmerksam werden, um in der Lage zu sein, sie zu stoppen. To put a border for them. Massoud Akil will weitere Zeugen finden. Und mit seinem Buch will er die deutsche Gesellschaft aufrütteln, will zeigen, dass der IS überall ist. Der Fall dieses Syrers zeigt die Stärken eines freiheitlichen Landes, aber auch dessen Grenzen. Ein Hinweis allein reicht eben nicht, um einen Verdächtigen zu verhaften. Das ist so in einem Rechtsstaat, glücklicherweise. Es kann aber auch dazu führen, dass gefährliche Menschen durchs Raster der Behörden fallen. So erfahren wir heute, dass die Terrorgruppe um jenen Mann, der in Barcelona mutmaßlich in eine Menschenmenge rast und dabei 14 Menschen in den Tod riss, dass diese Gruppe möglicherweise stärker vernetzt war, als wir das bisher wussten. Und dass der Kopf der Gruppe, ein Imam, der ein Dutzend junger Männer radikalisiert haben soll, unbehelligt durch Europa fuhr, und auch dort Spuren hinterließ, wo schon andere Anschläge geplant und verübt wurden, in Belgien. Über die neuen Erkenntnisse Michael Krütz. Wilforde, Vorort Brüssels. Wochenlang hielt sich hier Anfang 2016 der mutmaßliche Drahtzieher des Anschlags von Barcelona, Imam Abdelbaki Essati, auf, suchte Arbeit als Imam, war unterwegs in Moscheen, hielt dort offenbar radikale Predigten. Wie ist es möglich, dass man innerhalb der Schengen-Zone in Europa nicht in der Lage ist, entsprechend Informationen zu tauschen, fragt sich der Bürgermeister. Der Imam blieb bis mindestens Anfang März 2016. Die Anschläge in Brüssel fanden am 22. März statt. Zu denen aber gäbe es bislang keine direkte Verbindung, so die Staatsanwaltschaft. Die Explosion im spanischen Alcanar, wo der Imam ums Leben kam, wirft erneut Fragen auf. Dort sollen mehrere Flugtickets auf seinen Namen gefunden worden sein. Ziel Brüssel. Die spanische Staatsanwaltschaft bestätigte außerdem, der Imam habe wegen Drogendelikten 4 Jahre im Gefängnis gesessen. Nun stellt sich die Frage, wie konnte der polizeibekannte Imam sich so problemlos zwischen den Ländern bewegen?
Spanischen Medien zufolge soll er auch eine Verbindung zum Anschlag 2004 im Madrider Bahnhof Atocha gehabt haben, bei dem 191 Menschen starben. Zahlreiche Spuren wiesen auch damals nach Brüssel. In Belgien gibt es eine wichtige Diaspora von Marokkanern, aber auch in Spanien. Und zwischen beiden gibt es historische Verbindungen. Ein terrorverdächtiger Imam, der zudem wegen verschiedener Drogendelikte 4 Jahre in Spanien in Haft war, reist problemlos nach Brüssel und wieder zurück nach Spanien und bereitet einen Anschlag vor. Wieder einmal stellt sich die Frage, wie die Behörden in Europa eigentlich zusammenarbeiten. Ja, Michael Grütz in Brüssel, wie erklären die belgischen Behörden, dass sie von den Plänen des Imam nichts wussten? Im Prinzip bisher erklären sie gar nichts dazu. Es gab ja in der letzten Zeit nach fast jedem Anschlag immer wieder die Frage, inwieweit die Behörden überhaupt kooperieren. Und in diesem Fall war das ja sogar so. Belgische Polizei hat mit spanischer Polizei erst noch im letzten April eine Razzia in Barcelona durchgeführt und dort eine Reihe Verdächtiger festgenommen. Und die Verbindungen zwischen Spanien und Belgien und den marokkanischstämmigen Immigranten sind auch bekannt. Wie es jetzt zu diesem Stillschweigen kommt, das ist dringend erklärungsbedürftig. Jetzt haben wir gerade bei Ihnen ein Stück von historischen Verbindungen gehört zwischen Spanien, Belgien und Marokko. Wie genau sehen die aus? Ja, das ist so. Es gibt seit vielen, vielen Jahren, besonders in Spanien, aber auch in Belgien, natürlich auch in Frankreich, eine große Gruppe von Immigranten marokkanischer Herkunft. Und die fahren natürlich hin und her und besuchen Verwandte, soweit alles ganz normal. Aber es gibt natürlich auch eine Drogenroute. Im Norden Marokkos werden Drogen angebaut, die sind nach Spanien und dann nach Frankreich und bis hierhin nach Brüssel in die Niederlande exportiert worden, muss man sagen. Und inwieweit nun möglicherweise der Drogenhandel mit Terrorfinanzierung oder Terroranschlägen, die stattgefunden haben, zusammenhängt, auch das eine Frage, die hochgradig spannend ist, wie sie in Zukunft zu beantworten ist und wie tief da die Verbindungen tatsächlich sind. Mhm.